Herr Müller, warum sollten die Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl am 26. September das Kreuz hinter Ihrem Namen machen? Weil ich kaum Hauptstadt und Chemnitzer bin, weil ich mich für meine Stadt einsetze, die ich liebe, weil ich noch ganz viele Sachen auf der Uhr habe, die umgesetzt werden müssen. Denken wir mal an die Bahnverbindung Chemnitz-Leipzig. Jeden Monat gibt es so irgendwelche Treffen mit Ministern und sowas, um das weiter voranzubringen. Es war schon mal ganz weg, wir haben es wieder hochgeholt. Es muss jemand da sein, der sich damit auskennt und der da auch mit Energie und Engagement dabei bleibt, und das möchte ich gern sein. Welches Thema bewegt Sie im Wahlkampf ganz besonders? Insgesamt hier in Chemnitz als Wahlkampfthema oder überhaupt als Chemnitz-Thema natürlich das Thema Bahn und Fernverkehr. Das Thema öffentlicher Personennahverkehr spielt hier eine große Rolle. In den letzten Wochen und in der letzten Woche war das Thema Afghanistan bei jedem Wahlkampftermin, spielt eine große Rolle, eine große Betroffenheit. Es ist also sehr allgemein, dass die Chemnitzer sich über ganz viele Themen derzeit wirklich in den Kopf machen und auch Fragen stellen. Ist besser als in den letzten Jahren, man interessiert sich wieder mehr für Politik und die Themen nämlich mit nach Berlin. Und was verbindet Sie ganz persönlich mit der Region Chemnitz? Ja, ich bin hier geboren, ich habe meine Stadt nie verlassen. Ich bin an der Annaberger Straße 155 gegenüber vom Forsthaus mal geboren worden, in Chemnitz dort aufgewachsen, in der Comeniusschule. Ich war in der Stadt immer aktiv, sowohl beruflich, aber auch politisch, hier als Stadtrat. Bin jetzt Klaffenbacher, war dort lange im Ortschaftsrat. Also ich denke, ich kenne meine Stadt in- und auswendig und werbe auch für meine Stadt in Berlin.